Willkommen in unserer kleinen Deutschecke. In der heutigen Stunde wollen wir uns mit dem Herrn Lessing beschäftigen. Aber zunächst wollen wir alle erst einmal wach werden. Ich hoffe jetzt mal, dass keiner von euch an einem Herzinfarkt gestorben ist. Wenn ja, dann verklagt bitte meinen Auftraggeber. Aber wenn jetzt alle wirklich von euch wach geworden sind, fahren wir fort. Sein Name lautet Gotthold Ephraim Lessing und er wurde am 22. Januar 1729 in Kamenz als drittes Kind und als zweitältester Sohn geboren. Lessing war ein bedeutender Dichter der deutschen Aufklärung. Mit seinen Dramen und seinen theoretischen Schriften hat dieser Aufklärer die weitere Entwicklung des Theaters wesentlich beeinflusst und die Literatur nachhaltig geprägt. Er ist auch der erste deutsche Dramatiker, dessen Werk bis heute ununterbrochen in den Theatern aufgeführt wird. Jetzt wollen wir diesen Mann mal durch sein Leben begleiten, aber zunächst brauchen wir eine etwas kleinere Version von ihm. Oh, so ist es besser. Fangen wir mit seinem Geburtsort Kamenz an. Klein Lessing, wenn ich bitten dürfte? Oh, danke. Wie bereits erwähnt, wurde er als drittes Kind und zweitältester Sohn geboren. Vom Ehepaar Johann Gottfried Lessing und seiner Frau Justina Salome. Frühe prägende Eindrücke erhielt er durch die strenge lutherische Lehre und umfangreiche Bibliothek seines Vaters. 1741 besuchte er die Fürstenschule St. Afra in Meißen, wo er Englisch wie Französisch lernte und sich in Mathematik und Philosophie bildete. Aufgrund überragender Leistungen verließ er 1746 vorzeitig die Schule. Dem Wunsch seines Vaters folgend studierte er in Leipzig Theologie, aber seine Leidenschaft lag mehr in den philosophischen Fächern. Durch Freunde machte er auch erste Erfahrungen mit dem Theater. Allerdings waren die Eltern nicht begeistert, aber finanzierten nichtsdestotrotz die Kosten für ihn. Während dieser Zeit entstand eines seiner Werke, Der junge Gelehrte. Infolge seines geringen Interesses an der Theologie studierte er mit dem Erlaubnis seiner Eltern Medizin. Dieses Studium brach er aber dann in Wittenberg ab. 1755 ging Lessing wieder nach Leipzig zurück. Dort lernte er die Familie Winkler kennen und mit deren Sohn wollte er eine Bildungsreise machen. Allerdings fand diese Reise aufgrund des Siebenjährigen Krieges in Amsterdam ein verfrühtes Ende. 1758 kehrte er jedoch nach Berlin zurück und veröffentlichte mit seinen Freunden Friedrich Nicolai und Moses Mendelssohn Briefe, die neueste Literatur betreffend. Die Reise führt weiter nach Breslau, wo er dann als Sekretär beim General Tauentzien arbeitete. Diese Tätigkeit hielt ihn jedoch nicht lange und er kam über Umwege in Hamburg an, wo er als Dramaturg im selbst gegründeten Hamburgerischen Nationaltheater tätig war. Der Zweck dahinter war, dass er versucht hatte, deutsche Einflüsse in die vorherrschende französische Hoftheatertradition einzubringen. Doch wegen finanziellen Gründen musste er dieses Vorhaben letztendlich aufgeben und das Theater schließen. Lessings vorletzte Station war Wolfenbüttel, wo er als Bibliothekar an der Herzoglichen Bibliothek arbeitete. Der große Fundus an Büchern dort veranlasste ihn zu zahlreichen Veröffentlichungen. Unter anderem ist auch das Trauerspiel Emilia Galotti darunter, welches auch vor der Herzogin an ihrem Geburtstag in Braunschweig aufgeführt wurde. 1776 heiratete er Eva König, mit welcher er zuvor verlobt war. Die Ehe hielt jedoch nicht lange, da sie 1778 an Kinderbettfieber starb. Gotthold Ephraim Lessing selbst starb an Brustwassersucht bei einem Besuch im Hause eines Weinhändlers in Braunschweig 1781. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und vielleicht hören wir uns ja wieder.